Genau. Kümmere dich um die Alte und ich kümmere mich um das Tafelsilber, hätte ich beinahe gesagt. Hallo zusammen und willkommen bei McRalph spielt Grand Theft Auto 5. Wir sind zurück in GTA 5. Schön, dass ihr auch dabei seid. Und das ist Mission Nummer 5, die ich jetzt an dieser Stelle wiederholen werde. Die andere Version, die ich zwar auch auf YouTube hochgeladen habe, ist leider von YouTube gesperrt worden, weil sich aufgrund des GTA-Radios eben ein lizenzierter Track, ein GEMA-pflichtiger Track eben im Video befunden hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Mission heißt Komplikationen, wo sich im Endeffekt Michael und Franklin das erste Mal in Anführungsstrichen kennenlernen. Den Goldstatus der Mission sehen wir auch hier, wie wir den erreichen müssen, indem wir einmal die Missionszeit erfüllen, also die Mission in maximal 5 Minuten erledigen, dann im Faustkampf gegen Simeon keinen Schaden erleiden, das wird eine Herausforderung, und den Gärtner eben im Schleichmodus umhauen. Alles klar? Wir probieren das jetzt nochmal. Let's go! You're a racist. What? You don't like me because you think that I am an Arab. What? No, what are you talking about? Excuse me. Wait, that boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Huh? Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? So, Mr. Kenneth, where are we at? Gut, Simon versucht wieder einem Idioten sein Auto zu verkaufen. In der Zwischenzeit nutzen wir einfach eine von seinen Karren. Da freut er sich immer, wenn man seine frisch polierten Fahrzeuge benutzt. So, der gelbe Weg, wie beim Zauberer von Oz, leitet uns den Weg zum nächsten Missionsziel. Und wir fahren jetzt zur Villa eines Millionärssöhnchen und holen den unter Wucherzinsen finanzierten gelben SUV zurück, den wir in einer der ersten Missionen schon gesehen haben. Ich würde vorschlagen, den Weg dorthin schneide ich. Ja, dann sehen wir uns da gleich. Telefon! Hey, did you change your mind? Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Boah, große Nummer. Eine Nummer zu groß für mich. Aber wir sind auch schon da. Verschaffen uns nun den Weg über das Gartentor. Holla die Waldfee. Drücke L3, um in den Schleichmodus zu wechseln. Indem wir bei Bewegung weniger Geräusche verursachen. Und mit Kreis. Ah, war doch einfach. Alles klar. Mit L2 zielen, mit Kreis niederschlagen. Das habe ich nämlich bei einer der anderen Missionen nämlich nicht mehr gepeilt und bin natürlich prompt aufgeflogen. Und ja, ich glaube, den Schleichmodus kann ich jetzt hier gerade wieder deaktivieren. Dadurch, dass ich die Mission ja schon mal gemacht habe, weiß ich, dass sich hier draußen niemand befindet. Ich werde wieder den Weg... Halt! Ja, Depp! Wollte ich doch gar nicht hin. Hier. Über den Pickup aufs Dach und durchs Fenster. Das ist nur, weil du einen massiven Gaper hast, Bitch! Tried to knife attack me?
No one creeps on the J-Dog, my niggas. Okay, beide sind in ihren Zimmern. Ich gehe wieder in den Schleichmodus. Oh my god, seriously? My brother is such a homo. I think he has a medical problem. Like more medical problems than the ones he's already diagnosed with. Das Auto steht links in der Garage. Thank you, coach. Der Tennislehrer macht sich an die Frau von Michael ran, die wir zu diesem Status des Spiels ja noch gar nicht kennen. Und wir sind weg. Und wer die Mission vielleicht noch nicht gesehen hat, sieht, dass sich auf der Rückbank eine rote Wolldecke befindet. Das war genau da. Gut, hey, egal. Ich fahr jetzt mal weiter. The ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it. Your car is the shit. So hot. Oh. That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Huh? Well, look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repos. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, this is just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian, we'll work this out. Gut. Wir haben Michael im Schlepptau und hätten uns beide beinahe futsch gefahren. Pull up. That the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. Yippee-yay, Schweinebacke. Yeah, I still got this gun to you. Ab durch die Mitte, im wahrsten Sinne des Wortes. Shitty situations, dog! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! Simeon Yateri doesn't back down from anybody. Ah, somit habe ich den Goldstatus schon mal gekonnt, versaut, weil ich mich von ihm habe schlagen lassen. Dann ist auch egal, dann kriegt er jetzt einfach die volle Rotze. Wer meinen Sohn verarschen will, kriegt einen auf die Glocke. Does it look like it's worth $5,000 a month to you? You fucking racist! I'll tell you something. This thing's gonna need some serious bodywork before it's worth $5,000 a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot. But you are a fraudulent scumbag piece of shit. Ugh. Don't make me have to come back here. Ja, das hat er jetzt wortwörtlich gemeint, denn es gibt tatsächlich noch eine Nebenmission, die einem nochmal zurück zu Simeon führt. Die ist allerdings einmalig. Das ist die einzigste Mission in GTA 5, die man tatsächlich verpassen kann. Wenn man den richtigen Zeitpunkt eben verpasst, weil Simeon nämlich nochmal zurückkommen wird in seinen Laden und ihn nochmal eröffnet. Diesen Moment habe ich leider hier in GTA 5 für die PS4 verpasst und kann ihn euch leider nicht zeigen, aber ja. Und damit ist, denke ich, jetzt auch gut für diese Folge. Das war die 5. Mission von GTA 5 und quasi die Folge, wie sich Michael und Franklin sozusagen kennenlernen. Für alle, die ProxTube installiert haben oder vielleicht auch von außerhalb von Deutschland auf die Videos zugreifen, haben die Folge vielleicht auch auf meinem YouTube-Kanal schon sehen können, aber dadurch wurde eben die Geschichte gesperrt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Videos auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut!
Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat's euch gefallen, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Den findet ihr hier unten, außerhalb des Videos. Weitere Aufnahmen von GTA 5 findet ihr in der hier verlinkten Playlist. Wenn ihr weitere Let's Plays sehen möchtet, kann ich euch zum Beispiel Alien Isolation empfehlen. Sehr cooles Spiel. Ansonsten freue ich mich immer über einen Besuch auf meiner Kanalseite. Und wenn ihr up to date bleiben möchtet, dann abonniert doch am besten meinen Kanal. Da würde ich mich noch mehr freuen. Ich hoffe, wir sehen und hören uns wieder. Euer MacRalph.